warum sagen wir zu Allah, er, obwohl er kein Geschlecht auch dass man sagt, Allah hat kein Geschlecht und Allah ist kein Mann und keine Frau und sowas, das sollte man nie sich fragen, barakallahu fikum. Allah sagt im Koran, Huwa. Und Huwa im Arabischen heißt er. Deshalb wir sagen, Huwa. Huwa Allah. Ul Huwa Allah Ahad. Allahu Alladhi. Fertig. Aber diese Frage, Allah hat kein Geschlecht und Allah ist Allah Mädchen oder Junge, du darfst sowas nicht. Du darfst sowas nicht fragen und du darfst dir sowas nicht vorstellen. Das ist nicht in deinem Bereich. Wallahu ta'ala a'lam.